Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, Finn hatte dem letzten Geburtstag, was heißt dem letzten, das ist schon 2 Monate jetzt her mittlerweile fast. Und natürlich darf ein Update nicht fehlen, denn ich habe ja gesagt, ich mache das alle halbe Jahr. Und ja, es gibt auf jeden Fall wieder sehr viel zu erzählen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. So, also, zuerst mal hatten wir jetzt die U7 und zwar war die, glaube ich, im Januar und die hat man so 2 rum vor 2 ein bisschen oder ein bisschen nach 2 und ja. Auf jeden Fall war sein Kopfumfang 50 cm, er war 93 cm groß und er hat 13 Kilo gewogen. Also, ich habe ja ganz viele andere Updates gesehen von Zweijährigen und da wurde oft gesagt, ja, man musste Bögen ausfüllen, was er alles sagen kann schon und so. War bei uns gar nicht so, also der Arzt hat ihn einfach kurz angeschaut und das war's, er hat gefragt, ob er redet und ich, ja, wie ein Buch und das war's dann. Also zu seinen Essgewohnheiten ist es jetzt so, dass er früher eigentlich sehr gerne Brot gegessen hat. Zurzeit isst er aber lieber Gemüse, Käse und Wurst oder Fleisch, also er ist ein ziemliches Low-Carb-Baby mal wieder. Das habe ich glaube in irgendeinem Update schon mal gesagt, also ich weiß nicht, Kohlenhydrate sind jetzt nicht so seins, auf jeden Fall nicht Brot. Mit Nudeln, da ist er ganz verrückt danach. Ich glaube, es ist aber bei jedem Kind so. Und ja, Kartoffeln gehen auch. Er will auf jeden Fall jetzt immer nicht nur seinen Teller auf den Tisch tun, sondern auch das Besteck. Und wenn wir vielleicht den Frühstückstisch zusammen irgendwie decken, dann möchte er auf jeden Fall da auch das Brot zum Beispiel drauflegen oder ein bisschen Wurst. Oder also er hilft auf jeden Fall sehr viel. Wenn seine Sachen dreckig sind und er fertig ist, möchte er es auch selber in die Spülmaschine sehr oft räumen. Und das lasse ich ihn dann natürlich auch. Und generell möchte er gerade ganz, ganz viel alleine machen. Am liebsten alles. Wo ich dann auch manchmal sagen muss, sorry Finn, aber das geht jetzt noch nicht. Dafür bist du noch zu jung. Weil zu klein soll man nicht sagen. Auf jeden Fall ist es jetzt auch schwerer geworden, irgendwelche Sachen von ihm fernzuhalten. Es ist nämlich wirklich so, dass er die Kindersicherungen jetzt alle verstanden hat. Er weiß, wie er sie aufkriegt und das ist natürlich sehr doof. Wir dürfen jetzt halt viel mehr wieder einräumen oder müssen aufpassen. Und Medizinschränke und so sind Gott sei Dank weit genug oben. Aber ja, auf jeden Fall mehr Arbeit. Andererseits sollte die Phase ja demnächst auch mal aufhören, denke ich. Und deswegen vielleicht nicht ganz so tragisch. Was er jetzt auch noch kann, ist aus seinem Gitterbett raus. Ich habe ja in irgendeinem Vlog mal erzählt, dass ich denke, er ist jetzt doch noch nicht so weit mit dem alleine entscheiden, wann er aufsteht, weil er immer wieder rausgekommen ist, noch einen Monat danach. Ich habe jetzt langsam auch wieder vor, es in Angriff zu nehmen, aber das hat jetzt nichts mit der Geschichte zu tun. Und zwar ist es so, dass Finn ja neben seinem Bett einen Stuhl hat, weil der Papa ihm da immer noch was vorliest. Und er ist jetzt so schlau und hat verstanden, wenn er den Stuhl zu seinem Gitterbett tut, dann kann er die wie eine Treppe benutzen, so durch die Gitter und kann da drüber steigen. Ja, weshalb wir jetzt immer aufpassen, dass der Stuhl weit genug weg ist, dass er nicht hinziehen kann. Aber ich finde es schon sehr beeindruckend, wie viel Verstand er schon hat. Also, was für Zusammenhänge er schon versteht, dass er das überhaupt kann. Ja, auch so, er beeindruckt mich wirklich jeden Tag irgendwie mit was Neuem, was er schon versteht oder auch sagen kann, wo ich dann echt denke, oha, so weit sind wir also schon. Finn hilft auf jeden Fall gerne bei der Hausarbeit. Er möchte am liebsten wischen, er möchte saugen, er räumt auf. Okay, aufräumen nicht immer, aber ja, er will Sachen abwischen, er holt einen Lappen, wenn er was verschüttet hat, er hilft mit der Spülmaschine, er will Wäsche waschen und all solche Sachen. Er muss auch immer mitgehen zum Wäsche waschen, also ich darf nicht alleine Wäsche waschen, da muss er auf jeden Fall mit. Und das sagt er auch immer, wenn er irgendein dreckiges Oberteil oder so hat, Schiene, Schiene, ja, Maschine, Waschmaschine, er möchte es waschen. Und genau, da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich habe ja schon gesagt, er redet wie ein Buch und ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich sehr witzig finde, wie er sie sagt. Und zwar zum Beispiel Schokolade. Zu Schokolade sagt er Schokogaude. Und ich finde das richtig niedlich, weil es einfach sein eigenes Wort da dafür ist und er es sich viel komplizierter macht, als das normale Wort eigentlich wäre. Und ja, ich muss da immer aufpassen, dass ich nicht auch Schokogaude sage, weil ich das so goldig finde, weil man soll den Kindern das ja richtig vorsagen, weil das sie einfach nur verwirrt und auch nicht gerade hilfreich bei der Sprachentwicklung ist, wenn sie denken, ja, ich kann sagen zu den Sachen, wie ich will, ich erfinde meine eigene Sprache. Hat nur später vielleicht noch Probleme, wer weiß. Also was er ganz, ganz oft sagt und ich glaube, das liegt einfach daran, dass er die Tutu-Baby-Flitzer und so hatte und eigentlich mehr so mit so Elektronik und blinkendem Zeug gespielt hat, Healer. Ja, also
oder hi alle. Und das heißt Batterie leer, Batterie alle. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendein mechanisches Spielzeug hat, das er nicht versteht, dann ist er immer gleich die hi leer. Und ja, genau. Also mittlerweile versteht er das schon besser, aber eigentlich ist alles, was nicht irgendwie blinkt oder so, da ist die hier einfach mal alle. Mittlerweile kann sich Finn seine Schuhe allein ausziehen und auch seine Jacke. Und ja, macht er auch immer jetzt gleich, wenn er nach Hause kommt, zuerst wird die Jacke weggeschmissen und dann die Schuhe. Langsam versucht er auch schon, sich selber Schuhe anzuziehen oder Socken möchte er gerne manchmal anziehen. Ich lasse ihn dann auch und er schafft es noch nicht wirklich. Ich helfe ihm dann natürlich, aber es ist ja sehr schön, dass er es immer wieder ausprobiert. Und Zähne putzen tut er jetzt sehr gerne mit seinem Zahnputzlied. Ja, das habe ich auf YouTube gefunden und ich kann es mal in die Infobox verlinken, falls es euch auch interessiert. Aber wenn er das sieht, dann will er es immer nachmachen und es macht ihm riesen Spaß. Wenn wir einkaufen gehen, dann muss er grundsätzlich zu fast jedem Hallo sagen. Und auf jeden Fall, die Kassiererin kriegt mindestens 10 Mal Hallo gesagt. Auch wenn sie Hallo zurück sagt, dann sage ich ihm auch immer, ja Finn, Hallo sagt man eigentlich nur einmal und dann hört er auf und dann freut er sich schon aufs Tschüss sagen und also er ist total glücklich und probiert auch gern mal sein Sozialverhalten so ein bisschen aus, also will Kontakte knüpfen. Dann benennt er uns nicht nur mit Mama und Mami, sondern sagt auch Uta zum Beispiel, heißt Jutta oder Patrick oder Papa oder Papi oder Dada, weil ich Paddy ja immer Dada nenne, das hat so seine eigene Geschichte, genau. Und er ist ja jetzt in der Kita und zwar seit Mitte Januar geht er in die Kita und dazu ist aber nochmal ein separates Video geplant, wie er sich so eingewöhnt hat, wie die Eingewöhnung war und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt soweit, dass alles wirklich super verläuft. Er geht ungefähr 4,5 Stunden am Tag in die Kita und freut sich auch schon immer auf seine Erzieherin, die mag er wirklich richtig, die hat sogar schon einen Abschiedskurs gekriegt, wo ich, okay, gedacht habe. Aber mein Gott, ist ja schön, wenn er sich so an sie gewöhnt hat. Wir hatten eine Phase, da ging er gerne in die Kita, dann wollte er wieder nicht so gerne und jetzt ist es okay, er hat sich daran gewöhnt, dass er jetzt einfach immer in die Kita geht und freut sich auch drauf. Hat auch schon seine beste Freundin, nämlich eine Jasmin, die heißt Min bei ihm oder Alexander, kann er richtig aussprechen, dann sagt er wirklich Alexander und ja. Es ist wirklich richtig niedlich, ihn immer da abzuholen und zu sehen, wie viel Spaß er da hat. Und ja, natürlich hat der Kindergarten ganz andere Möglichkeiten als ich, ihn zu beschäftigen. Und die wissen genau, wie sie die Kinder in welchem Alter fördern. Genau. Und wie gesagt, dieses Kita-Video, das kommt auf jeden Fall auch noch. Wir üben jetzt auch schon langsam das Trockenwerden und das sieht dann so aus, dass wir ein Töpfchen gekauft haben, das ihn aber irgendwie überhaupt nicht interessiert. Er möchte lieber aufs große Klo, deswegen haben wir da noch einen Aufsatz geholt. Und ja, eigentlich nach dem Mittagessen, beziehungsweise jetzt ist er ja in der Kita, einfach so mal zwischendurch wird er da drauf gesetzt oder er sagt auch, er möchte drauf. Und er hat auch schon Pipi reingemacht, da haben wir ihn natürlich ganz, ganz doll gelobt. Und darüber mache ich dann aber vielleicht auch ein Video, wenn wir es geschafft haben, dass er trocken ist. Wir sind aber noch ziemlich am Anfang. Ich möchte ihn auch nicht unter Druck setzen und er muss dann nur drauf, wenn er möchte. Beziehungsweise er muss nicht. Wie gesagt, er kann. Schlafen tut er immer noch sehr lang. Und ich muss ihn natürlich immer morgens wecken und ich wecke ihn immer so um 8 rum. Und wir sollen halt um 9:30 in der Kita sein, beziehungsweise eigentlich um 9. Und ja, wir kommen eigentlich immer zu spät, so 10 Minuten, sind dann so um 9.10 Uhr da. Ja, weil er Finn einfach schlafen will und wenn ich den abwecke, er ist auch nicht so ein glückliches Kind. Ich zum Beispiel war jemand, wenn er mich weckt, dann hallo, guten Morgen. Aber Finn ist einfach nicht so, das hat er wohl mehr so von seinem Papa. Und ja, am Anfang war es schwerer, jetzt langsam hat er sich auch daran gewöhnt, um 8 Uhr jetzt aufzustehen. Heute haben wir auch einen Wochenendtag und da ist er auch schon um 8 Uhr aufgewacht. Aber sonst war das immer ein Riesenproblem. Nach der Kita schläft er dann nochmal so seine 2 Stunden oder sogar 3, aber ich lasse ihn nur 2 Stunden schlafen, weil ich einfach Angst habe, wenn der um 2 von der Kita kommt, dann kann der nicht bis 5, 6 schlafen, weil er um 7 wieder ins Bett geht. Und deswegen wecke ich ihn da immer, aber ich denke, das wird sich auch noch geben, das ist einfach wegen der Kita, da ist natürlich alles ganz anders. Sein Kopf muss auch verarbeiten, was er da alles lernt und was alles neu ist und diese ganze Bewegung und das Kinderton und alles. Dass er da natürlich müder ist, ist ja klar. Und deswegen lasse ich ihn eben nur 1,5 Stunden schlafen, dass er dann später auch schläft. Genau. Das hat er halt von mir. Ist halt so. Ich verstehe es. Also er ist halt müde. Er ist mitten in der Trotzphase. Also, ach, ja. Wenn er irgendwas will,
einfach das typische Kind, das sich auf den Boden schmeißt und schreit und tut. Ich gehe mittlerweile einfach weiter und er kommt dann auch hinterher und beruhigt sich relativ schnell wieder. Bloß das Problem ist, wenn dann irgendwelche anderen Leute da sind, die es auch nicht böse meinen, um Gottes Willen natürlich nicht, aber die dann einfach halt hingehen, weil sie denken, vielleicht er hat die Mama verloren und weil ich natürlich schon ein bisschen weiter laufe. Nicht so weit, dass ich ihn nicht mehr sehen würde, aber sieht dann halt schon auf den ersten Blick so aus, als wäre das Kind alleine. Und ja, die sich dann einmischen, weil da muss ich hin. Und dann hat er, was er wollte. Dann hat er erreicht, ich habe mich aufgeregt, jetzt kriege ich, was ich will, jetzt werde ich getragen oder jetzt kriege ich das Bonbon oder was auch immer. Genau. Aber auch über dieses Thema kann ich nochmal ein eigenes Video machen. Ich glaube, dafür habe ich mittlerweile echt genug Stoff. Also falls euch irgendwas davon interessiert, vom Trockenwerden oder Trotzphase, Kita gibt es auf jeden Fall, habe ich schon abgedreht, jeden Tag ein bisschen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Was er jetzt auf jeden Fall auch ist, ist sehr selbstständig. Also es ist wirklich krass, wie viel sich in den letzten Monaten getan hat. Er kann jetzt wirklich selbstständig richtig gut Treppen rauflaufen, runterlaufen und er geht auch alleine in seinen Autositz rein. Bloß beim Raus helfe ich ihm noch. Macht einfach schon so viel alleine und es ging jetzt auf einmal so schnell, weil wenn man überlegt, vor einem halben Jahr, da hat er bei dem allem noch Hilfe gebraucht und jetzt kann das einfach. Es geht echt so extrem schnell, das ist der Hammer und ja, mein Baby verschwindet langsam. Was aber gut ist, er kuschelt zurzeit wieder gerne. Wenn ich sage, ja komm her, Finn, kuscheln, dann kommt er und dann umarmen wir uns und dann knuddel ich ihn und dann gibt es einen Kussi und ja. Weil er es jetzt einfach versteht. Er versteht wirklich sehr viel. Ich glaube, er versteht alles eigentlich mittlerweile, was ich ihm so sage. Und ist natürlich auch schön. Einerseits vermisst man sein Baby, trauert ihm ein bisschen hinterher. Andererseits freut man sich natürlich, dass man jetzt ein selbstständigeres Kind hat, dass man das Kind auch mal zur Oma geben kann, ohne da Angst zu haben, dass er einen vermisst oder so, weil er liebt jetzt seine Oma, weil er da auch öfter mal ist, einmal im Monat ungefähr. Seitdem er übrigens in die Kita geht, ist es auch so, dass er sich endlich traut, alleine zu spielen. Es ist ja so, dass ich mich mit meiner Freundin jeden Samstag treffe und wir sind da in dem Bällebad und da kann Finn spielen und er war eigentlich immer nur bei mir, auf meinem Schoß und meiner Nähe, weil er ziemlich schüchtern war. Aber seit er in der Kita war, geht er auch mal alleine da rein, auch wenn seine Cousine nicht dabei ist, geht er trotzdem spielen, tut trotzdem da malen und das ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles, dass er jetzt einfach mal ein bisschen soziale Kontakte in seinem Alter knüpfen kann und merkt, das ist nicht schlimm, die beißen nicht. Genau, weil das hier immer ein bisschen doof war. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles erzählt, was mir wichtig war. Also er ist auch ein sehr, sehr kleiner, fürsorglicher junger Mann. Und zwar füttert er immer unsere Katze und freut sich da voll drüber und ruft unsere Katze und kuschelt die auch. Und ja, also so alles in allem ist er ein echt liebes Kind. Bloß diese Trotzphase, die ist wirklich richtig heavy bei ihm. Also wie der da austicken kann. Aber das ist einfach auch immer nur ein paar Minuten und dann ist ja alles wieder okay. Und das ist einfach die Phase. Er kriegt jetzt mit, dass er ich ist. Er sagt jetzt auch öfter mal nicht mehr Finny will, sondern ich will. Er wechselt es immer so ein bisschen ab. Bin da sehr gespannt, was ich noch zu erzählen habe, denn eigentlich hat er jetzt ja wirklich diese Entwicklung durchlaufen. Natürlich, sprechen wird immer mehr, jeden Tag kommen noch neue Wörter hinzu. Aber ansonsten, vielleicht sich alleine anschnallen und so, aber ich glaube, das braucht noch eine ganze Weile. Ja, genau. Falls ich irgendwas vergessen habe und euch noch irgendwas interessiert, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann sagt mir gerne warum und was denn gefehlt hat. Und dann ist auch ein Daumen runter gerechtfertigt. Denn ja, man darf einen Daumen runter geben, wenn man was nicht gut findet. Aber am schönsten ist es dann natürlich, wenn man auch Kritik dafür kriegt. Dass man auch weiß, warum. Wisst ihr, wie ich meine? Genau. Ja, dann war es das jetzt mit meinem Finn-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.